willkommen zur Pressekonferenz dieses vierten Playoff-Viertelfinalspiels zwischen den Ravensburg Cowboys Bars. Ganz kurz und Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank. Zwischen den Ravensburg Tower Stars und den Löwen aus Frankfurt. Der Serienendstand 4:0 für Frankfurt. Und ich denke mal, ich spreche aus im Interesse aller, dass wir hier ganz herzlich gratulieren. Congratulations von Tim Kehler und seinem Team zu diesem Erfolg. Und ich begrüße dich auch wenn er ein bisschen enttäuscht ist, jetzt Danny Ngo, unseren Tower Stars Coach. Tim, first the recap of this game and then the recap of the whole series, please. Thank you. Terrific atmosphere I felt in the stadium tonight from early on. It had a real playoff feel. And before I talk about our game tonight or the series, I'd just like to congratulate Daniel on what I thought was a terrific season with a young team. I thought he had a great year. I think despite the 4-0 score in the series, there were certainly a couple of games that could have gone either way. And above everything else, I think Dan has just been a real gentleman to coach against. So congratulations, Daniel, to you and your program. The game tonight, I just can't be prouder of our group. On two occasions down, a goal in the first, and Ravensburg, like we've seen the last three games, I really thought had their best period in the first period. But we were resilient. We got some key saves from Antti Orr again, and then found ways to capitalize on our chances. And then after what I thought was a real strong second period, a great effort on a turnover and a finish by Masolini, and then we just hung on for dear life in the third period. So a pretty good feeling in our room. And as far as the series went, you know, we took a very, very strong offensive team in Ravensburg, a team that has a lot of speed, a lot of depth off the rush, a lot of weapons, and I thought we defended really well. Certainly our goaltender was exceptional, but I thought our ability to limit Ravensburg's offense off the rush was an area that we keyed on in our preparation, and I thought we did a pretty good job for the most part. Ja, vielen Dank, Tim Kehler, und damit auch Rigor klatschen. Den ich beim letzten Mal vergessen habe zu übersetzen, ich übersetze es nochmal ganz kurz, ich hoffe, ich bringe so alles zusammen. Zunächst mal hat der Ravensburg ein Kompliment ausgestellt für die tolle Atmosphäre und es war sicherlich ein tolles Playoff-Spiel, das wir heute Abend gesehen haben. Er hat natürlich am Anfang natürlich hat er die Tower Stars mit dem besten Drittel gesehen in dieser Serie und war auch froh, dass der Torhüter der Löwen auch so gut gehalten hat. Und letztlich war natürlich dieses 3:2, so kurz vor der Pause für ihn, so eine Schlüsselszene des ganzen Spiels. Also Ravensburg hat über die ganze Serie gesehen, deutlich enger gesehen als Gegner, dass manche Spiele hätten da auch in die andere Richtung hätten kippen können. Und letztlich ist aber ein gutes Gefühl, diese Serie so entschieden zu haben. Herr Denny, die Enttäuschung ist groß, 4:0, das hört sich immer deutlich an und es ist immer schwierig, wenn man dann so die ganze Saison zurückblickt und festmachen möchte an diesem Abend, an diesem bitteren Abend. Zunächst mal für dich jetzt dieses Spiel im Rückblick und danach diese Serie auch aus deiner Sicht. Also erstmal guten Abend. Ja, ich möchte gratulieren, ihm und seine Mannschaft, die ganze Organisation von Frankfurt für Gewinner dieser Serie. Die haben sehr gut gespielt und es war wirklich nicht einfach, gegen die zu spielen. Für Spiel heute, ich glaube, die haben sehr gut gespielt, sehr gut begonnen. Alles, was wir heuer vorgenommen haben, gemacht. Wir haben die Frankfurter unter Druck gesetzt. Alles war da heute für einen Sieg. Wirklich, die Jungs haben gekämpft und alles gegeben. Aber für mich, die ganze Serie, das Spiel heute Abend hat wieder, das ist also drei Buchstaben, das ist O, A und E, also das ist der Torhüter von Frankfurt, der hat wirklich den Unterschied gemacht. Ich bin trotzdem sehr stolz auf unsere Spieler, die haben alles gegeben, man hat bemerkt, also die haben gekämpft, wie gesagt, die haben geglaubt an den Sieg heute, kein Vorwurf eigentlich,
fast alles richtig gemacht, aber so ist es im Dorf. Für die Serie, ja, wir haben gewusst, dass Frankfurt große Spieler haben, die Körper League spielen, die sind sehr stabil in der Defensive und das schwer wird. Also das ist kein Geheimnis. Also die stehen ganz gut und wir haben Probleme gehabt, Torschancen zu kreieren. Aber wie ich vorher gesagt habe, denen Torhüter Difference, Unterschied gemacht. Und wie gesagt, ja, man braucht einen Sieg und Verlierer heute. Leider ist das nicht. Aber diese tolle Saison geht jetzt für mich einfach zu schnell zu Ende. Ich möchte jetzt unsere Fans bedanken für die Unterstützung für die ganze Saison. Und ja, ich bin jetzt schon früher, nächstes Jahr wird die Saison länger. Ich kann es merken. Danke dir, Danny, auch für den Schlusssatz. Wir gehen mal so mit und dann kommen wir zu den Fragen der Presse, die Schwäbische Zeitung. Oder Alexander Tutschner und Joachim Lindinger. Ja, Danny, Tim hat es schon angesprochen, das 2:3 war halt bitter, kurz vor Ende des zweiten Drittels, aus deiner Sicht auch der Todesstoß für die Powerstars heute. Ja, das ist, was ich die Spieler gesagt habe. Wahrscheinlich nach diesem Tor nicht viele Leute glauben, dass wir zurück ins Spiel kommen können. Ich glaube, dass Frankfurt, die haben gemeint, okay, jetzt wir haben den Sieg, weil so ein Tor normalerweise ist, kann schon ein Knick brechen. Aber man hat gesehen, wir haben gekämpft, weiter gearbeitet. Das war die Unentschieden nach dieser bis dahin. Wir brauchten sowieso ein Tor, also ein drittes Tor, wieder ins Spiel zu kommen oder zu gewinnen. Es hätte es sein können, aber ich glaube, dass die Jungs wirklich Charakter gezeigt haben und letzte Drittel war sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr ja an der Serie 4:0 verloren und das letzte Heimspiel war ja wirklich schlecht hier. Wie wichtig ist es jetzt, dass ihr zumindest heute nochmal gezeigt habt, was ihr drauf habt und dass ihr, sagen wir mal, mit erhobenem Haupt bis jetzt in die Pause gehen könnt? Ne? Ja, also ich glaube, wir haben stolze Leute, stolze Spieler, stolze Vereine, sage ich. Und das war wichtig. Also wir haben nie aufgegeben, wir haben nie mehr gekämpft. Und wir werden jetzt schon, meine Gedanken sind schon für nächstes Jahr und wir werden schauen, dass wir wieder sehr gute Truppe haben. Frankfurt hat ja jetzt durchgehend immer mit 4 Reihen spielen können. Wenn man mal die Kadertiefe anschaut, die hat jetzt dann doch ein paar Verletzte und so weiter. Welche Rolle hat das gespielt? Sagen wir mal, war euer Kader nicht zu dünn in diesem Jahr, um gegen Frankfurt bestehen zu können? Ja, das ist, ich glaube, nicht viele Mannschaften spielen mit 4 Reihen. Und es ist nicht nur das, wir haben jüngere Leute, die viel Eiszeit gehabt haben, das war jetzt Erfahrung für die Sieger, wenn man hin und gab in 4. Reihe. Ich glaube, dass Frankfurt arbeitet in Nürnberg und die kriegen Viertel-Sitzspieler, die meine Heimat ist Elsner, der war schon in den Chair gedraftet. Also das macht vielleicht schon einen Unterschied, aber wir waren fit, wir haben richtig trainiert, die Pause war gut und ich glaube, das hat nicht eine große Rolle gespielt. Jetzt habt ihr oft auch heute, ich glaube, bei den ersten 2 Gegentoren einfach die Rebounds nicht bekommen, also sprich Frankfurt hat irgendwie immer besser nachgesetzt. War das auch eine Frage der Kraft oder woran lag es? Ja, so das lag, dass wir waren in Scheibebesitz und wir haben es nicht richtig gemacht. Wir haben die Scheibe einfach an die Gegner gegeben und dann Sieger, wenn wir die Scheibebesitz haben und die Stürmer denken, dass okay, ich kann jetzt losfahren und wir geben die Scheibe an den Verteidiger, Sieger, wenn es ein Schuss ist und Nachschuss ist, dann es kann sein, dass die Gegner die Scheibe bekommen. So. Von dort aus, ich glaube, von die ersten 3 Tore heute hätten wir vermeiden können, wenn wir einfach clever gespielt hätten.
zum Schluss noch die Chancenverwertung ist ja auch schon angesprochen worden von Tim. Das vor allem in Überzahl, denke ich mal, wart ihr da einfach zu schwach in dieser Serie. Ne? Die beste, Scotty Bowman hat mal gesagt, dass wenn ich die beste Torhüter habe, bin ich der beste Trainer der Welt. Also, und die beste Spieler in Unterzahl ist der Torhüter. Also wir haben schon Chancen kreiert, aber er war top. Und wenn er weiter so hält, ich bin sicher, dass Frankfurt weiter kommen wird in diese Playoffs. Und wenn die Gästepresse, FAZ vielleicht noch eine Frage, ich sehe kein Handzeichen. Aber Entschuldigung. Vielleicht noch mal eine Nachfrage, hören wir uns an Kader Tiefe. Man hat das Gefühl, dass in ihrer Mannschaft klasse die Verantwortung hat, was das Torverschießen angeht, auf weniger Spielern als bei Frankfurt, dass da einfach immer Leute im Abschluss weiter waren. Bei ihnen waren es die ersten beiden Reihen nach der Verletzung von gestern, hatten sie da ja auch noch ein personelles Problem. Also dass bei Frankfurt wirklich auch die dritte, die vierte Reihe Autor gemacht hat, Gelbe beispielsweise, und beim zweiten Spiel, da gab es einen davon weiter hinten, diese dann, war das auch noch ein Problem, dass da einfach, was den Abschluss angeht bei Frankfurt, das weiter gestreut war, die Qualität. Ich glaube nicht, weil, wie der Tim gesagt hat, wir haben jetzt in 4 Spiele gewonnen, aber die Spiele waren viel enger wie die Ergebnisse. Also wenn man die Torschanze sieht, ich glaube, wir waren fit, wir haben Tobi Jung, wir sind clever, wir arbeiten auf Eis zweimal in der Woche bis dreimal in der Woche. Die Leute, die auf Eis waren, die waren schon da, aber ich sage nicht den Schuld, man muss einfach Kredit geben an die Gegner, weil wenn die gut spielen, dann wird gut spielen, man muss es auch sehen und es sagen. Sicher, sage ich, wenn ich vier komplette Reihe habe und diese Qualität an die Spieler, das ist sicher einfacher, weil dann, wenn einer nicht so gut spielt an den Tag, kann ich gleich der nächste reinschicken. Aber hier beim zweiten Spiel haben wir alle einen schwarzen Tag gehabt. Also ich meine, beim unserem ersten Spiel hier viele einen schwarzen Tag gehabt, erwischt. Und ja, das kann mal passieren, so die Dinge im Playoff passieren. Und jetzt, Endeffekt, ja, die Frage war lang, die Antwort ist auch lang, aber ich glaube nicht, dass er so große Rolle gespielt hat. So, keine weiteren Fragen mehr. Dann wünsche ich den Gästen eine gute Einfahrt und alles Gute. All the best for the rest of the playoffs. Und ich denke mal, wenn die Frankfurter Löwen Meister wurden, dann haben wir nichts dagegen, dass immer gegen den Meister ausgeschieden. Das ist da für uns dann ein bisschen besser. Im Nachhinein alles Gute. Und ich darf mit auch die Gelegenheit nutzen, auch im Namen der Taustars Geschäftsführung, Ihnen allen, die Sie als Sponsoren, als Werbepartner oder auch unten als Fans uns die Treue gehalten haben in dieser Saison, ganz recht herzlich Danke sagen. Ohne Sie alle wäre EuSG auf diesem Niveau in Ravensburg nicht möglich. Und danke auch schon jetzt für alle, die in der nächsten Saison bei uns wieder mitarbeiten. Ja, das war's von mir aus gesehen. Ich wünsche natürlich auch eine gute Heimfahrt. Das kriegt natürlich auch noch mit dazu. Und Ihnen noch einen schönen Abend. Und schauen Sie in die Presse rein mit dem Termin des Saisonabschlussfestes. Da wollen wir uns noch ein bisschen ein paar Stunden Zeit lassen, das dann terminieren. Und das wollen Sie dann alles in der Presse oder auf unserer Homepage dann erfahren. Ihnen noch einen schönen Abend trotz allem und alles Gute, Ihnen noch ein schönes Wochenende. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.